Jawohl, wir sind hier auf Fokussuche für Iberion. Eigentlich für Gomez, weil wir das Sektenlager bespitzeln sollen. Aber um es zu bespitzeln, müssen wir eine Mission für Iberion machen. Das ist die ganze Sache total verwirrt, aber und los. Jo, moin, hier ist so eine Plattform und so ein Sektentypi. Ja, moin, ja, den schleichen wir uns mal irgendwie wenig ran. Mit Mjölnir ausgerüstet, dem Orkhammer des Todes. Der Hammer von Thor in einem sterbenden Stern geschmiedet. Verschwinde! Hier gibt es nichts für dich zu holen! Ich soll einen Fokus holen. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich Was? werde ihn für mich selbst behalten. Der Nein. Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Oh Sterb! nein. Nur das alleinige Werkzeug des Schläfers greift an. Spüre. Oh Gott, er ist anscheinend dann doch ein bisschen ein Lappen. Sorry, nur das, es tut mir leid. Achso, interessant ist, man kann Leute mit stumpfen Waffen nicht durchbohren. Man kann ihnen keinen Gnadenstoß erteilen. Man braucht dafür spitze Gegenstände. Nur das. Wie geht's dir? Das wird dir noch leid tun. So noch was zu sagen. Wow. Post mir hier nicht ab, ja? Ich bin bereit für sowas. Adios. Mach Bekanntschaft im Richtstab. Spüre seine Gnade. Und wie fühlt sich die Gnade an? Wie fühlt sie sich an? Wurdest du schon öfter von Gnade durchbohrt? Fokus der Meeresklippe. Einer der fünf Fokidu zur Erschaffung der magischen Barriere benutzt worden. Einkassiert, Mission erfüllt. Und grüner Novize hatte was zum Kiffen dabei. Wie typisch. Und Erz. Yay. Und Reisschnaps. Und Reis. Die komplette Ernährung in Gossip basiert auf Reis. Yay. Geiler Shit. Und wir gehen. Sibirien! Waha! Block. Alter, nice. Hat das nice funktioniert? Zurück. Zurück zu einer ordentlichen Waffe. Da. Eine göttliche Aura umgibt ihn. Den Hammer des Schicksals. Okay, jetzt ist aber wieder Ruhe angesagt. Wir betreten heilige Hallen. Vielleicht ein bisschen langsamer laufen. Die Magie ein bisschen wirken lassen. Hier ist eine mächtige göttliche Aura, ist hier am Wirken. Ein bisschen was von der magischen Brise einatmen. Oh, ist das reinigen, das befreit die Seele. Hier ist ein Kultort, eine Kultstätte. Und am Altar dieser Kultstätte der mächtigste Mann der Sekte. Yo, Iberion, du alter Auding, wie geht's denn dir? Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Steh mal auf, wenn du mit mir laberst. Okay, das, nein, das will ich so nicht im Bild haben. Iberion. Moin. Ich habe den Fokus gefunden. Hervorragend. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bring nun den Fokus zu Korkalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Jo, alles klar. Jo, Meister, mach ich Meister. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Da du kein Bruder unserer Gemeinschaft bist, werde ich dich entlohnen. Nimm dieses Amulett als Zeichen meiner Dankbarkeit. Jo, vielen Dank, Meister. Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Er faselte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. Die Macht des Schläfers ist so gewaltig, dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzen kann. Nur wir Gurus haben durch jahrelanges Meditieren die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Jo, dann geil, dass wir so mächtige Gurus hier haben, die uns armes Fußvolk von den gefährlichen Worten des Schläfers beschützen, quasi so als Übersetzer im Ohr transfungieren.
Denn nur die Gurus wissen, wie die Worte des allmächtigen Schläfers wirklich zu deuten sind. Oh, und jetzt gehen wir mit dem Schläfer im Gepäck zu Kor Kalom. Und dann habe ich noch vor, Einhand Stufe 2 zu lernen, weil auch als künftiger Magier würde es nicht verkehrt sein, sich im Einhandkampf, also Mann gegen Mann gegen oder Mann gegen Monster, sich zur Wehr setzen zu können. Und irgendwann könnten wir dann auch mal vielleicht einen Zwischenbericht an die Erzbarone vorbeibringen. Also ein bisschen Rede und Antwort stehen, was jetzt hier genau vor sich geht, was die Bruderschaft für Intrigen intrigiert. Was willst du? Ich bringe frohe Kunde, Kor Kalom. Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Oh nein, bist du schon alt und schwach, dass dein Körper nicht mehr genug Sekret produziert? Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Natürlich. Die Viecher, die in Minen crawlen. Ja. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Nicht möglich. Schweig, Narr! Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist, nur dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Minecrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Gott, welches Körperteil könnte dann noch mehr Sekret produzieren als Zangen? Ich bin überfragt. Ich weiß nicht, vielleicht zwischen den Dinger. Nein, wir lassen der Fantasie hier freien Lauf. Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Mindcrawler-Hoden. Wo finde ich die Mindcrawler? In der alten Mine. Jo, okay. Wie kämpfen wir gegen Mindcrawler? Man haut denen voll fett eins über den Schädel. Was magst du für Experimente? Haben wir, glaube ich, schon mal vor Millionen von Folgen gefragt. Oh. Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich? Ja. Hat er das gesagt? Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Oh Meister, zu gütig. Wenn man sich der Bruderschaft anschließt, hat man bis zu dem Zeitpunkt null Belohnung erhalten. Nur mal so. Weil da dient man ja der Bruderschaft. Da ist es nicht nötig, dass man belohnt wird. Blutiges Abenteuer, finstere Suche nehmen wir. Das wird bestimmt eine finstere Suche. Nimm diese Spruchrollen des Lichts. Du wirst sie in den dunklen Stollen gut gebrauchen können. Die Templer in den Minen werden dir helfen. Möge der Schläfer dir Kraft schenken. Möge sein Licht auf deinem Weg leuchten, deinen Geist erhellen und deinen Willen festigen. Jo, okay. Ich habe Crawler-Zangen für dich. Gut, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Gut, okay. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Und möge er euch erleuchten, werter Kor Kalom. Oh Gott, du mächtigst aller Persönlichkeiten. Und es wird Abend. Nein, es ist sogar schon. Es ist sogar schon fast Nacht. Aber was braucht man in der Nacht? Man braucht... Eigentlich braucht man eine Barriere. Wenn ich, lass mich vorbei. Wenn ich die Barriere jetzt instant finde, aktiviere ich sie für euch. Weil die ist nämlich bei irgendwelchen Sky-Effekten ist die versteckt. Und zwar
Schnibbel, 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 schnibbel. Atmospheric Scattering. Da ist die Barriere. Dann ist der Himmelübergang nicht mehr so geil, aber die Barriere ist wieder da. Steuerung 11. So, und wenn man es nicht sieht, ist alles gut. So. Aber da YouTube meint, Videoaufnahmen im Dunkeln, die bekommen eine sehr, sehr schlechte Qualität bei uns, machen wir das Ganze jetzt halt mal wieder hell. Yay. Und ich habe das Sumpfklot vor Fortuno nicht mitgenommen. Ein Tag verschwendet. Ein Tag ohne Ration. Fortuno. Du musst mir was geben. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Natürlich nicht. Ich will noch die Ration von gestern, die ich verpeilt habe. Na gut, egal. Egal. Leute, wir haben ein neues Kapitel. Neues Kapitel bedeutet neue Händlerwaren. Aber ESLP, du sollst doch weiter die Story machen. Ja, ich mach die Story gleich weiter. Ich mach sie doch gleich. Was wollte ich jetzt eigentlich? Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte irgendwas machen. Ich weiß nicht mehr was. Typ. Vielleicht wollte ich eine Fackel ausrüsten oder so. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Jo, und zwar neue Ware heißt, es gibt auch Schutzring mit Sehenschutz vor Waffen. Perfekt. Gibt es noch ein paar. Die Verwandlungszauber waren auch immer ganz geil. Die waren so geil. Lurker, Crawler. Sich als Crawler zwischen die Crawler mischen, das wäre eine interessante Idee. Blutfliege war immer ganz geil. Ich glaube, Scavenger war der schnellere, ne? Nehmen wir einfach mal einen Scavenger mit. Und das grobe Schwert ist von mir, das hat er mal als Spende bekommen. Und vielleicht noch einen Trank der Geschwindigkeit. Kann man immer gebrauchen, damit sich die Sache nicht so unendlich in die Länge zieht. Und was tauschen wir? Ein altes... Ach stimmt, das Amulett von Korkalom. War das jetzt das Schutz vor Feuer, ne? Tauschen wir mal das ein. 300, dann brauchen wir noch ein bisschen was. Geschick kann definitiv weg, Lebensenergie kann auch weg. Aber ESLP verschwendet nicht immer so viel Zeit. Ja... Nur die Ruhe, ich hab's doch gleich. 700, annehmen. Jo, und damit wäre der Held noch ein ordentliches Stück besser overpowered. Und den anderen Ring könnte ich auch noch wegtauschen. Wegtauschen, nicht wegwerfen. Schutz vor Waffen 10, was uns auf einen stolzen Wert von 55 Rüstung bringt. Oh Gott, und jetzt müssen wir auf dem schnellsten Weg ins alte Lager. Wieso ins alte Lager? Nein, wir können nicht ins alte Lager. Im alten Lager spielt In Extremo. Ja, ich wollte eigentlich zu In Extremo, aber im alten Lager spielt In Extremo. Und dann kommt YouTube mit seiner scheiß GEMA bitte und sagt, nö, dem ist nicht so. Wir sabotieren deine komplette Tonspur, also können wir nicht ins alte Lager. Das heißt, wir müssen jetzt direkt ins neue Lager. Leute, der Weg ist weit und ich würde jetzt sagen, wir sehen uns dann direkt vom nächsten Lager, weil ich kann euch... Ich hätte zwar noch eine Story von Mjölnir, die Entstehung des Hammers, aber das machen wir irgendwann anders. Das machen wir irgendwann anders. Es hat jetzt im Moment... Wir schneiden. Also Leute, wir teleportieren. Macht euch breit. Apparieren. Und los. Bumm. Und wieder da. Und oh nein. Da wurde der Held wegen dem Teleport in einen Scavenger verwandelt. Was ist da los? Aber hier ist vorbei mit dem Spaß. Ja, ich bin einfach... Hab mir einfach nur gedacht,
Der Scavenger läuft ein bisschen schneller und bin als Scavenger rübergewackelt. Aber ein bisschen weiter können wir jetzt nicht, weil die Banditen sonst meinen, ein Scavenger, das ist aber lecker. Oh Gott. Blutfliege! Was ist los mit dir? Ah, das war jetzt. Oh nein. Kommst du her? So, bumm. Easy. Sie kam einem nur gefährlich. Nein, das ist alles. Wo war ich? Die Typen hätten einen nämlich angegriffen und es wäre gut cool gewesen. Was will er im neuen Lager? Fragt ihr euch bestimmt. Ja, ganz einfach. Das mit den Einhandwaffen lernen, das ist im neuen Lager günstiger. Das ist eigentlich alles. Das ist komplett alles. Nebenher können wir nochmal beim Lefty vorbeischauen. Moin Lefty, was geht? Lefty Boy, ich habe gehört, du bist ein... Schon gut. Der Kampf ist entschieden. Du bist ein Typ, der gerne verprügelt wird. Boxsack Lefty. Da liegt der. Nee, was wollte ich jetzt? Irgendwas Gedöns. Zum einen... Mir sind ein paar Sachen eingefallen, über die wir labern könnten. Nee, zum einen... Ich hab ein paar Spiele besorgt. Ihr wisst ja, Horizon Zero Dawn. Dann hätte ich noch... Kack. Last of Us. Und Last of Us 2. Die könnten wir mal wegen einer Playsee spielen. Das habe ich mir jetzt noch überlegt, weil... Mir macht mittlerweile das Let's Playen irgendwie mehr Spaß, als die Spiele nur für mich allein zu zocken. Es ist so ein Krux, da fängt man mal irgendwann mit was an und dann kann man nicht mehr aufhören. Es ist die Sucht. Die Sucht, Spiele für das Internet zu spielen. Cord, ich hätte gern. Zeig mir, wie der Umgang mit Waffen noch besser werden kann. Na gut, die Grundkenntnisse hast du ja schon. Wenn du die Waffe gesenkt hältst, dann kannst du direkt Waffe mehr senken. Wucht in deinen ersten Schlag legen. Nutze den Schwung, weißt du noch? Schwung. Gut. Der nächste Schritt ist, dass du deinen Körper mehr einsetzt. Wenn du zweimal geschlagen hast, drehe dich um die eigene Achse. Damit überraschst du den Gegner und bist in einer optimalen Position. Dann ziehst du deine Klinge noch einmal quer, von rechts nach links. Und wieder von vorne. Vergiss nicht, Übung macht den Meister. Also, geh jetzt und werde ein wahrer Meister des einhändigen Kampfes. Hallo, Homora. Jawohl, mit so einem guten Lehrer kann doch gar nichts schief gehen. Einhand. Ja, ich suche immer Streit. Das Leuchten vom Verwandlungseffekt verfolgt einen wie das eine Glühwürmchen aus Zelda. Ist das geil? Okay, das finde ich. Ich finde es irgendwie geil. Einhänder. Er wird jetzt von unten gehalten. Nach oben. Nach links. Pirouette. Und dann kommt dieser Zickzackschlag. Genau, unser femininer Held, der kann sich mittlerweile wie eine Frau wehren. Ist das nicht geil? Jo, also. Schnitttechnisch sind wir gut dabei. Wir laufen jetzt noch geschwind zum Lager hin. Zum Ding-Ding. Zum Ding-Ding-Ding-Ding-Ding. Flitzetrank. Zur Mine. Zur alten Mine. Zur Mine. Minecrawler verseuchten Mine. Zum schrecklichsten, dunkelsten Ort in ganz Gothic 1. Vorläufig. Da gibt es vielleicht bestimmt noch schrecklichere Orte. Ja, und in der Zwischenzeit kann ich euch die Story von Mjölnir erzählen. Und wie beginnt die Story von Mjölnir? Eigentlich beginnt die Story damit, dass Loki, ihr wisst schon, Loki, der Bruder von Thor, eigentlich hat er eine Eisriesin als Mutter, aber es ist ein Bruder von Thor. Und der beschafft für die Götter Geschenke, die ich jetzt nicht mehr aufzählen kann, weil es waren drei Geschenke. Und den Göttern, den Asen, gefallen die Geschenke. Und dann wird Loki natürlich übermütig und fängt an anzugeben, ja, er hat die geilsten, er hat den Göttern jetzt so geile Geschenke gemacht und bla und blub und er ist der Allercoolste und ihr wisst ja, keine Ahnung, Gedöns. Und dann hat er versucht, sich mit den Zwergen anzulegen,
ob die's, wenn die es schaffen, geilere Geschenke für die Götter herzustellen, dann bekommen die seinen Kopf. Und ja, die fangen dann an, in der Schmiede die Geschenke zu schmieden. Und weil Loki der kleine, so ein kleiner hinterlistiger Gedöns ist, verwandelt er sich in eine Fliege und versucht, die bei ihren Arbeiten zu stören. Und bei den ersten zwei schafft er es nicht. Erst lenkt er den Typ ab, der schmiedet. Den schafft er nicht abzulenken, dann lenkt er nochmal einen anderen ab. Hat das bei einem anderen versucht, bei dem ist es auch fehlgeschlagen. Und beim dritten, also es waren drei Zwerge, und beim dritten, der hat, glaube ich, einen Blaseball bedient. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher, will jetzt auch nicht lügen. Bei dem hat er es dann geschafft, als Fliege den ein bisschen aus der Fassung zu bringen. Und dadurch bleibt das Schmiedefeuer nicht mehr auf der gleichen Temperatur. Und das dritte Geschenk von die Götter, der Hammer Mjölnir, verzieht sich beim Schmieden. Deswegen ist der auch so komisch gebogen und hat eine... Warte mal, wo ist mein Thorshammer? Ich glaube, jeder weiß, wie ein Thorshammer ausschaut. Aber deswegen hat der Thorshammer diese komische, verzogene Form. Jo, das ist die Story, wie Thorshammer entstanden ist. Der einzige Gott, der den Hammer heben kann, ist Thor. Und weil der Gott hat den Zwergen jetzt seinen Kopf versprochen. Wir gehen jetzt erstmal in die Mine. Und dann beenden wir langsam die Folge, aber ich will das noch fertig erzählen mit den drei Geschenken. Weil die Götter fanden die Geschenke dann, auch obwohl der Hammer verzogen war, fanden sie die Geschenke von den Zwergen trotzdem geil und nicht nur den Geschenken von Loki ebenwürdig, sondern sogar noch besser. Und damit hat Loki seine Wette verloren, aber Loki und damit seinen Kopf. Aber Loki wäre nicht Loki, wenn er nicht hinterlistig wäre und dafür auch eine Notlösung hätte. Und er hat dann gesagt, ich habe euch zwar meinen Kopf versprochen, aber ihr bekommt meinen Hals habe ich euch nicht versprochen. Und ihr bekommt meinen Kopf nur, wenn ihr es schafft, ihn abzutrennen, ohne den Hals zu verletzen. Und das haben die Zwerge dann nicht hinbekommen. Und die Ende von der Geschichte war, sie hatten erst quasi die komplette Gewalt über seinen Kopf, also haben sie ihm sein schmutziges Mundwerk zugenäht. Das war's, Leute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt wissen wir alle mehr und können uns in der nächsten Folge auf die Jagd nach Minecrawlern machen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Namaste und haut rein.